Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levis K1210. Ich begrüße euch zu einem Unboxing. Heute mit dem neuesten Animationsspaß Pets auf Blu-ray. Ja, der ist gestern rausgekommen und ich habe mir den direkt zum Release geholt. Der Preis ist jetzt ein bisschen hoch, aber da gehen nochmal 20% runter. Also ich habe dafür bezahlt 13 Euro und ein paar zerquetschte. Ich denke, dafür kann man sich das mal mitnehmen. Weißt du eigentlich, was deine Haustiere machen, wenn du nicht zu Hause bist? Ich habe auch ein Haustier und ich weiß, was der macht. Der bewegt sich frei im Haus rum, Freunde. Und falls ihr jetzt neugierig geworden seid, was für eine Art Haustier der Levis hat, schaut mal in meinen anderen Kanal rein. Da werdet ihr die Lösung finden. Inklusive drei Mini-Movies und hier sehen wir die Hauptcharakter. Ich denke, er ist der Star des Films hier. Dann haben wir hier noch so einen Hund, noch einen Hund und noch einen Hund und eine Katze. Und unter dem Sticker ist noch, glaube ich, ein Bunny versteckt. So, hier haben wir ein Seitenbild. Ja, kann es sein, dass die beiden sich lieben? Okay. Weißt du eigentlich, was deine Haustiere machen, wenn du nicht zu Hause bist? Während die anderen Vierbeiner aus der Nachbarschaft ordentlich auf den Putz hauen, wartet der kleine Terrier Max sehnsüchtig auf die Rückkehr seines Frauchens. Er führt ein herrliches Hundeleben, bis eines Tages der zottlige Riesenhund Duke vor der Tür steht und Schluss ist mit der trauten Zweisamkeit. Max kann seine Rivalen gar nicht riechen und versucht alles, um ihn loszuwerden. Doch als die beiden bei einem Spaziergang verloren gehen, müssen sie sich verbünden, denn nur gemeinsam haben sie eine Chance gegen skrupellose Tierfänger, hinterhältige Streunerkatzen und das rachsüchtige Kaninchen Snowball, die ihnen allsamt an den Kragen wollen. Ja, warum sind die Katzen immer so rachsüchtig und immer die Bösen in den Filmen? Ja. So, da haben wir Bonusmaterial, drei Mini-Movies, NTV, Norman TV, Würstchen, Rasenmäher, Minions von den Leuten hinter Pets, trifft das Team. Tiere können sprechen, die Schauspieler, alles über Pets, Friseur für Hunde, wie man einen Animationsfilm macht, die Anatomie einer Szene, das Beste von Snowball, Musikvideo Lovely Day, Hot Dog Singalong, Minion Brian über Pets, GoPro Pets Sing Trailer Making of der Minimovies. Ja, Sing Trailer, ich glaube, das ist auch ein ziemlich neuer Animationsfilm von den Machern, glaube ich, die auch diesen Film hier gemacht haben. Hier sehen wir den guten Max. Na toll, sie kennen unser Geheimnis. Ja, was für ein Geheimnis verbirgst du, lieber Max? Der sieht aus wie so der Dackel von Open Season oder Jagdsaison. Und hier sehen wir den bösen Bunny. Ja, wie können Bunnies böse sein? Die sind doch so flauschig. So, Bild ist 1080p High Definition. Ton ist Deutsch, Englisch, Französisch in Dolby Atmos, Niederländisch in Dolby Digital Plus 7.1 und Türkisch, Kroatisch, Isländisch, Flämisch, Hebräisch in Dolby Digital 5.1. Ja, mich freut es natürlich, dass der Türkisch drauf hat. Finde ich absolut genial. So, Untertitel Deutsch, Englisch, Französisch, Türkisch, Kroatisch, Niederländisch, Flämisch, Isländisch und Hebräisch. Bonusmaterial haben wir Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch in Dolby Digital, Türkisch, Kroatisch, Isländisch, Flämisch, Hebräisch und Englisch. Ja, dass das Bonusmaterial auch übersetzt wurde, das finde ich ja auch super. Denn normalerweise ist immer Originalton mit Untertiteln beim Bonusmaterial. Das ist ja auch eine schöne Sache. Ja. So, dann packen wir das gute Stück mal aus. Gut, ich möchte das jetzt nicht mit Zoomania vergleichen. Das ist ein anderer Film. Aber man vergleicht automatisch, denke ich mal,
Und mal schauen. Und ich möchte an den Film auch rangehen, ohne jetzt an Zoomania zu denken. Mal sehen, wie ich das schaffe. So. Och, hier oben haben wir noch übrigens eine Katze, die da voll rumliegt. Ziemlich süß, knuffig. So. Da haben wir die schöne Blu-ray. Ich guck mal eben kurz rein. Denn da gibt es hier den Code. Das Ganze hat Wendecover. Und so sieht die Blu-ray aus, Freunde. Gibt es natürlich auch übrigens für DVD. Und hier noch so Werbung. So, das war's, Freunde. Das Unboxing zu Pets. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert, kommentiert und Daumen gibt. Ich sag bis demnächst. Bye, bye.